abgreifen. Was ist? Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges Gut. Wenn es weiter nichts ist... Will ich ein Haus haben oder ist hier ein Haus zu kaufen? Eine Hütte? Eine Hütte, noch eine Hütte. Um jetzt nur Hütten zu kaufen. Aber eine Hütte genannt habe ich eigentlich gar nichts. Haus. Ja, komm. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Nun? Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Geldzuneige. Das macht aber nichts. Ja. Ach, muss ja schon wieder Gericht sein. Hoffentlich, was ist? Die ist ja noch da. Auch zum Prozess. Ja, super. Naja. Ich bin ja nun leider nicht mehr schwanger, also ist mir das egal. Wir könnten wieder Dings gebrauchen. Immer nur Arbeit. Das dauert nicht lange. Ist was? Vielleicht rausnehmen. So, die sind erstmal wichtiger. So. Wir sind beide da, sehr schön. Rohstoffe. Wenn wir hier vom Reis was verkaufen können, dafür brauchen wir da auch nicht von. Meine Füße tun weh. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Das dauert nicht lange. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Sehr interessant natürlich auch, dass wie sich unsere Betriebe so entwickelt haben. Also unser Hauptbetrieb ist ja momentan eigentlich der Gutshof. Und das Gasthaus, aber richtig hauptsächlich war es ja früher immer nur das Gasthaus, das normale, also das große Gasthaus. Eine Dynastie trauert. Ja, trauert immer gut weiter. Ich traue auch ein bisschen. Nein. Ein bisschen.
jetzt läuft ja alles wunderbar. Ich hoffe nur, dass niemand umgebracht wird, denn das wäre wieder so ein bisschen Fail, aber ich glaube im Moment, ich glaube, ist da keine Sorge. Arbeit ist meine Leidenschaft. Eigentlich kann sie auch nochmal nach. Das ist das unfreie. Naja. Was? Dafür muss ich ja. Karren rollt. Keine Müdigkeit vorschützen. Nee. Wäre zu viel hier. Egal. Vielleicht haben wir noch eine Absitzung. Ja, eine Gerichtsung. Ich eile! Gerichtsung. Wie sieht's hier aus? Hier wird fleißig gearbeitet. Gut. So soll's ja auch sein. Gutshof. Wohin auch immer es gehen soll. Mich regnet es draußen an diesem windigen Herbstmorgen. Einen Moment, nur noch das Siegel auf diese Urkunde. So, nun habe ich Zeit für euch. Schön. Nun gut, ich werde dann sehen, was sich machen lässt und euch darüber informieren, wenn es soweit ist. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Richtig. Hier, das ist meine Amtsbewerbung. Bitte reicht sie weiter. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Da scheint die Betriebsrecht zu sein. Jo. Ans Werk! Was nun? Wir haben beide bei einem Prozess bei sein, naja. Okay. Macht ja nichts. Ja. Jupp. Na dann mal los. So, dann Arbeitshaus einstellen. Sofort. Das ist alles. Oh, das Ding mag ich. Das mag ich jetzt schon. Das ist Bock. Uff.
schon interessant zu sehen, was sich so entwickelt hat aus unserer anfänglichen kleinen Dynastie mit Balduin und was sich jetzt so rausentwickelt hat. Ich meine, wir sind in der Politik, wir haben mehrere große Betriebe, wir haben Geld, wir sind edel, Mann, Frau etc. Schon schön. Schön zu sehen, wie sich alles entwickelt hat. Ich hoffe, es geht noch lange weiter. Wo soll's hingehen? Der Karren rollt. Ah, richtig so. Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges Gut. Ich muss dringend was gegen die Nager tun. Ah, der Angeklagte ist tot. Na super. Das ehrenwerte Gericht tagt. Ruhe im Saal. Ein Prozess wurde ausgesetzt. Ein Prozess wurde ausgesetzt. Super. Hat sich ja gelohnt. Meine Füße tun weh. Der Karren rollt. Also, wann ist denn die nächste Wartung? Nee, ich weiß jetzt nichts mehr direkt nach der nächsten Wartung. Ich glaube, so lange war die jetzt nicht mehr. Denn es ist mal Zeit, jetzt langsam mal eine Aufnahmepause zu machen. Wohin soll's gehen? Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Ja, nochmal ganz kurz was, noch eine kleine Botschaft sozusagen. In den Ferien werde ich zwar in der längeren Zeit auf jeden Fall da sein, aber 2 Wochen und so, ein bisschen mehr, nicht. Und ich muss überlegen, ob ich das so mache, dass ich vorproduziere, oder ob ich, in der Zeit eine Pause machen. Das Ganze werde ich dann etwas mehr oder weniger spontan entscheiden. Nachdem wie die Verhältnisse sind, also ob ich Internet habe oder nicht. Ich da ein. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Handkarre, bitte woanders hin. Und ich hoffe mal, dass sich das alles soweit einrichten lässt, weil ich will euch ja nicht Folgen verwehren oder so. Ja gut. Also, für mich ist es jetzt Zeit, ich habe echt schon sehr lange aufgenommen, wahrscheinlich reizt sogar noch über die Ferien durch, also so bis nächstes Jahr Schule oder so, aber egal. Also, meine Freunde, dann werde ich jetzt, einmal das Spiel speichern, einmal überschreiben, ja. Und ohne Musik geht es weiter
Also, Leute, bis dahin. Bis zur nächsten Aufnahmefolge. Ja, jetzt geht die Musik los. Wieder los. Scheiß drauf, egal. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder zu sein, beziehungsweise in der nächsten Folge. Also, Mädels und Jungs, bis dahin. Ciao, ciao.